Das ist doch schön. Und wir hatten hier. Oh. Nein, 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 nein. Oh, shit. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Ich möchte jetzt keinen Waldbrand nochmal haben. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Emergency 4, Iserlohn. Wir haben einen Raubüberfall. Meine Güte, geht schon gut los. Zwei Streifenhörnchen bereits vor Ort. Und wie sieht's aus? Nein. Ich glaube, wir brauchen ein RTB. Ja. Guck mal, habe ich sogar direkt gesagt. Dann einmal Rettungsdienst. Zum Glück ohne Schussverletzung, das heißt, den NA können wir uns an der Stelle sparen. Und wieso stehst du schon wieder da in dem... da in dem Pfosten drin, das wollten wir auch verhindern. Ja, in dieser Version hier schneit es immer noch, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Finde ich eigentlich ganz cool. Ne, der ist auf jeden Fall verletzt. Einmal bitte hier absperren. Der ist ebenfalls nicht. So, wir warten auf den RTW, der gleich ankommen müsste. Und zwar ziemlich genau hier. So. Auch ein recht schlichtes Design. Fällt mir das auf. Die anderen waren auf jeden Fall ein bisschen kräftiger gestaltet vom Design her. Aber... ich denke mal, gerade beim Thema Abwechslung ist es auch mal ganz nice, zwischendurch mal ein paar etwas schlichtere Modelle dabei zu haben. Ihr nehmt mal bitte beide eine Notfalltasche. Erstmal der hier. Vielleicht brauchen wir noch einen Notarzt, ich glaube diesmal nicht. Nee, diesmal brauchen wir keinen, zum Glück. Ist auf jeden Fall auch mal von Vorteil. Und ja, an sich reicht mir das vom Hochgehalt, ist er praktisch 90%, das ist eigentlich ganz gut. Dem Patienten, beziehungsweise ja, dem Kollegen, dem geht es eigentlich auch noch ganz gut. Das ist eigentlich ganz schön. Wieso ist da eigentlich... hier ist noch irgendwo ein Fahrzeug festgebackt. Macht nichts, wir setzen es zurück. Ja, dann steig mal wieder ein. Und ab nach Hause. Zwei Streifenhörnchen waren auch kurz vorher da. Ja. Ah doch, Polizeibegleitung. Das kriegen wir noch geregelt. Wenn es nur das ist. Aber hier brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch NA-RTW. NA kommt von unten. Den sehe ich von hier vorne schon. Das heißt, ich nehme den RTW von hier. Erstpatientenversorgung wird dann durchgeführt durch den RTW. Der eigentlich auch dann gleich kommt. Ich muss ehrlich sagen, mit dem Schnee hier gefällt mir extrem gut. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, ob ich ihn jetzt selber eingefügt habe oder ob der in der Version dabei war. Das ist nämlich länger her, da habe ich nämlich an den Einstellungen ein bisschen herumgespielt, bei einigen Mods. Könnte diese gewesen sein. Denn im Multiplayer waren sie nicht. Diese Schneeeinstellung. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Oder vielleicht kann ja auch sein, dass irgendwie, weil zum Beispiel auch hier hinten die Deko-Fahrzeuge sich auch mit jedem Mal ändern. Das ist vielleicht auch irgendwie so eine Art Wahrscheinlichkeit gibt, irgendwie vom Wetter oder sowas, dass es dort eben unterschiedliche Arten praktisch gibt von Karteneinstellungen. Das kann natürlich auch sein. Ein NA bitte. Und noch ein RTW. Ah, das war auch einer, genau. Ja. Da ist schon der NA. Du fährst zu weit, oder bist du das? Du musst doch da rein. Ja,
Okay, bei dem sieht es nicht gut aus. Aber NA ist dazu gleich da. Na komm. Begib dich schon mal nach vorne. Ja, wird gemacht. Da kommt der. Hier ist der nächste RTW. 25. Ah, da kannst du nicht mal direkt auf Streifenfahrt dich begeben. Was geht? Weißt du was? Tüten war einigen. Und schon wieder ein Taschendiebstahl, meine Güte. Heute hat die Feuerwehr echt Pause. Bin unterwegs. Na, wo ist er jetzt lang gelaufen? Er läuft da vorne lang. 5. Okay, dann ist er doch schneller. Ja gut, dann ist er eben doch schneller. Auf dem Weg. Und sehr gut, wird von einem anderen Passanten blockiert. Na? Auf dem Weg. So, man muss von hinten kommen. 5. Bin unterwegs. Ja? Ja, sehr schön. Dann müssen wir mal oben jetzt schnell hier den noch an den Notarzt übergeben. Höre, ist in Arbeit. Und weil es mir so gut gefällt, machen wir nochmal schön die tollen Blitzleuchten an. Eieiei, oh mein Gott, das war knapp. Das war eine gute Entscheidung. 5. Du fährst nach Hause. 25. Ja, mach die am besten auch mal. Wie sieht's bei euch aus? Ja, nicht viel besser. Aber der Patient lebt noch. Das ist das, was zählt. So, dann warten wir mal darauf, dass der hier den wiederbelebt hat. Aber, ja, lebt noch. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet mehr. Zum Glück konnten wir ihn wiederbeleben. Ja, auf dem Weg. Und ich muss sagen, also die Fahrzeuge, die sehen echt nice aus. Und so ein leichter Schneefall dazu. Also wirklich richtig, richtig schick. Naja, dann warten wir mal, bis er den so halbwegs wieder lebensfähig gemacht hat. Und schon wieder ein Polizeieinsatz. Eieieiei. Okay, eine weitere verletzte Person. Gewaltverbrechen. Ja, das ist mit Waffe. Das heißt, wir machen direkt zweiten Alarm. Dann können die auch schon wieder ein bisschen fahren. So, weil es so geil war, noch einmal. Jetzt ohne störende Bilder im Hintergrund oder zumindest diese komischen nervigen aufploppenden Einsatzbenachrichtigungen. Was gibt's? Da fällt mir ein, ich muss noch ein RTW schicken, aber ich denke mal auch direkt noch ein NEV, weil das war ja eine Schussverletzung. Zumindest gehe ich davon aus. Vorausgesetzt, du fährst jetzt ohne NA, dann fährt der andere direkt weiter. So. 20. 5. Was gibt's? Bestätige. Auf dem Weg 20. Wenn's geht nicht aufs Auto. Ja genau, fahr mitten durch. Okay. Heute ist es eine richtig polizeilastige Folge. Aber was soll's, ne? Ist ja auch mal was Interessantes. Nicht immer nur Feuer. Was haben wir hier? Den NA, den schnappen wir uns direkt mal. Auf dem Weg. Was haben wir hier hinten noch rumfahren, schönes? Das ist der 1RTW4. Das heißt, hier brauchen wir auch nochmal einen NEV. Und noch ein RTW. RTW dann einmal hier unten. Der andere ist oben, das heißt, wir brauchen hier noch ein NA. Nehmen wir mal den anderen hier.
Haben wir hier eigentlich auch die Möglichkeit... Oh, Notfallrucksack. Oh, geil. Dann übernimm mal Erstversorgung. Das ist auch krass. Und das ist auch, finde ich, geil, dass sich das von... ja, von Modifikation zu Modifikation ebenfalls unterscheidet. Ja, bin unterwegs. Aber schon wieder eine Schussverletzung hier. Das ist heute echt... Himmel. Bin unterwegs. Ja? Ja, wir übernehmen den Patienten. Was kommt von hier? Ich hoffe, das ist der Ernst RTW 2, den ich auf hier hingeschickt habe und nicht der, der oben hinfahren muss. Ja, es ist der richtige RTW gewesen. Perfekt. Ja? So, der NA von oben, der kommt noch. Zumindest da, genau. Ja, bei dem Patienten brauchen wir mit Sicherheit auch noch einen Neff. Oder Quack, nicht Neff, sondern Polizeibegleitung. Das glaube ich. Ja, hier ist leider blockiert, ne? Da kommt es nicht weit. Nehmen wir mal den hier. Du machst Streife, du fährst nach Hause. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob ich hier... Wo ist das Neff geblieben? Dann schiebt sich das hier gerade dran vorbei. Frage hat sich geklärt. So, ab nach Hause. Wie sieht's denn hier aus? Patient soweit... Ja, der ist noch soweit lebendig, aber wir brauchen trotzdem NA-Begleitung im Fahrzeug. Deshalb kannst du dich schon mal nach hinten begeben. Okay, da steht wer im Weg. 20 Whisky. Bin unterwegs. Genauso wie hier. Ja, das passiert schon mal. Genau, einfach auch nochmal drüber fahren. Die gehen von alleine von der Straße runter. Ganz einfach. So. Da mir das aber ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig für die Feuerwehr ist. Kurzerhand mal ein kleines Feuerchen ausgelöst. Wir wollen uns ja auch noch ein bisschen hier fordern. Und dann heißt es wieder mal warten. Also was ist hier heute los? Nein, da ist wer weggefahren. Hier haben wir noch den und den, okay. Ja, das ist jetzt blöd. Weil der auch weg ist, dann brauchen wir eben... den anderen. Bis dahin kümmerst du dich. Aber ich denke, da wir zügig vor Ort waren, ist das Ganze kein Problem. Ja, lebt noch. Vielleicht brauchen wir auch gar keinen Nerv. Vielleicht war es einfach zu voreilig, aber... Ich alarmiere lieber ein Neff zu viel, was nachher nicht benötigt wird, anstatt nachher eins nicht alarmiert zu haben, was man benötigt, und dann liegt der Patient halt tot auf der Straße. Das wollen wir jetzt auch nicht. Und ja, dann ist das NEF wohl heute nicht benötigt. Das ist doch schön. Und wir hatten hier... Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, shit. Nein, 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 bitte nicht. Ich möchte jetzt keinen Waldbrand nochmal haben. Oh oh. Ja, moin. Fahrzeug 18. Fahrzeug 18. Alarmstufenerhöhung kann man direkt rausziehen. Ja, 100 Stopp. Fahrzeug 17. 100 Stopp. Jetzt heißt es auf jeden Fall. 3. Zweigleisig arbeiten.
Direkt Löschzugalarm kann man auch raushauen. Fahrzeug 5. Das Telef. Wer die Folgen gesehen hat mit Gemini und Joel. Waldbrandchaos kann ich nur empfehlen. Werde ich auch verlinken. Ey, das war sowas von chaotisch. Aber ich denke mal, hat sich gelohnt. Also, so oft, wie man da lacht. Unglaublich. SEK kann man auch schon gleich alarmieren, glaube ich. Ich denke mal, dass die jetzt... Oh, warte mal. Wo ist der? Da vorne. So, ganz schnell festnehmen. Nein, nicht befragen. Du sollst ihn festnehmen. Danke. Da ist ein NEF. Dort ist ein NEF. Das NEF fährt mal hier unten hin. Ein RTW. Perfekt. Kurz nochmal vorher aufgehalten. Ja, du ziehst durch nach hinten. Ihr macht Kettensägen-Action hinten im Wald. Was fährst du denn jetzt so weit? So weit sollst du jetzt auch wieder nicht. Kompliziert, ey. Okay. Jetzt kommen gleich 10 Wachen an. Damit das nicht im vollständigen Chaos endet. Okay, ihr macht einmal Kettensäge. Ach, ihr braucht jetzt... Ja, wird gemacht. Auf dem Weg. So, Feuerwassermarsch. Ja, bin unterwegs. Nein, jetzt hängt er noch fest da unten. Ich glaube, es geht los. Schon unterwegs, bin unterwegs. So, aber ich schaff das hier. Höre, auf dem Weg. Zum letzten Mal auch schon geschafft. Bin unterwegs, ja. Auf dem Weg. Fahrzeug 31. Höre. Wird gemacht. Fahrzeug 31. Wann muss er jetzt ausgestiegen? Fahrzeug 31. Eieiei. Ja, ich weiß, dass der eine Brandschaden kriegt. Ja. Jetzt aber mal ganz schnell, hier du. Ganz schnell. Eieiei. Wird gemacht. So, Kettensäge ist vorbereitet. Hier ist auf jeden Fall Regelstellung. Eieiei. Ah, du kannst eigentlich unten bleiben. Eieiei, das hat mich so ein bisschen erinnert jetzt hier gerade an eine Doku der Feuerwehr aus Frankreich. Waldbrandgefahr. Erinnert mich so ein bisschen. Wo ist das Löschflugzeug? Wir brauchen übrigens noch ein NA, beziehungsweise da muss man langsam anfangen, den zu versorgen. Dann mal ran an Speck. Genau, wie sieht's da aus? Einmal eintüten. Bin unterwegs. Okay, höre. Wird umgehend eingeführt. Perfekt, ab nach Hause. So, ihr drei. Weiter vor. Und einer kühlt am besten das hier mal. Wird gemacht. Fahrzeug 48 hört. Was gibt's? So, der andere geht hier dran. Einmal PA, weil es schön warm ist. Auf dem Weg. Perfekt. Was geht auf dem Weg? Ihr zwei macht auch PA. Mittlerweile ist nämlich jetzt die Brandlast höher, beziehungsweise die Hitzeausdehnung. Oh nein, jetzt geht nicht außenrum. Bin unterwegs. Nein! Höre. Ach, das war dieses. Ach, das 21er, genau. Wurde mir nochmal gesagt, irgendwann mal, dass die beim PA aufziehen, dann auf die Mitte der Karte, dass ich dann begeben. Wird gemacht. Auf dem Weg. Nicht gut. Ja. Wird auf. Los. Kein Problem. Ja. Dann brauchst du schon mal eine vernünftige Wasserversorgung auf. Fahrzeug 7. Wenn wir hier denn einen Schlauch finden würden. Ja. Da. Wird gemacht. Und einen Hydrant natürlich. Ja, ihr bleibt erstmal alle da stehen.
alle ausgerüstet. Ja, perfekt, egal. Ein Hörnchen brauchen wir noch, mindestens. Fahrzeug 28. So, das Material, was hier ist, damit können wir arbeiten. Ja, hätte ich gesagt, jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt noch einen Waldbrand bekommen in dieser Ausdehnung, aber wenn das Spiel heute so will, dann wollen wir auch. Ganz einfach. Und zwar einmal wieder Kettensäge ausrüsten. Dann haben wir nämlich das hier vorbereitet. Also wenn es hier soweit kommt, dann haben wir die Kettensägen hier hinten zumindest soweit vorbereitet. Was gibt's? Könnt euch schon mal hierhin begeben. Riegelstellung ist ja hier das A und O. Höre. Okay. Super. Schon unterwegs. Fahrzeug 41. Ja. Dann hier nochmal Schlauch ausrüsten. Schon unterwegs. Das Fahrzeug ist jetzt wasserführend. Wir müssen den Teil hier aufhalten, dann ist das kein Problem. Der Rest ist Wasserversorgung. Das müssten wir eigentlich ganz gut unter Kontrolle bekommen. Was gibt's? Kein Problem. Wird ausgeführt, ja. Du kannst schon mal da dran. Kein Problem. Hä? Jetzt, okay. Fahrzeug 39. Weiterführende Wasserversorgung wird hergestellt. Nehmen wir direkt aus dem Fahrzeug vorne mit. Nur um sicherzustellen, dass wir hier gleich genügend Wasser haben. An sich ist es wieder unklug gewesen, weil ich hier nur ein TS setzen können, aber naja. Nächste Mal. Man darf ja auch nicht so lange zögern, sonst hat man nämlich bald kein Wasser mehr, beziehungsweise dann gibt es nichts mehr, was man löschen kann. Dann brennt nämlich alles. Was ist hier bereits gut? Die löschen immer noch nicht. Während die auch kein Wasser mehr haben, was auch sehr schlau ist. Eieiei. Fahrzeug 31. So, die Riegelstellung funktioniert. Fahrzeug 41. Guck mal, jetzt ist schon kein Wasser mehr da. Kein Problem. Fahrzeug 18. Was gibt's? Verstanden. Das wird, um ehrlich zu sein, auch jetzt nicht viel helfen. Was gibt's? Wen unterwegs? Aber irgendwie muss man ja auch mal anfangen. Was gibt's? Wen unterwegs? So. Du machst hier hinten Wasserversorgung. Höre. Du speist die DLK ein. Fahrzeug könnt ihr noch aussteigen ohne euch mit Höre. Brandschaden? Ja, könnt ihr. Perfekt. Verstanden. Oder? Ja, minimal, minimal. Ich hab nichts gesagt. Kein Problem. Bin unterwegs. Was gibt's? Fahrzeug 28. Einmal bitte. Nein. Geh da drauf. Fahrzeug 28. Egal, dann bau auf das Ding. Höre. Schon unterwegs. Wassermarsch für den ersten. Verstanden. Wassermarsch für den zweiten. Ja, du gehst drauf und machst ebenfalls Wasser. Wird gemacht. Egal, einfach nur löschen. Einfach nur löschen. Ja. Okay, die Kettensäge. Ja, alles klar. Sie darf nun eingesetzt werden. Höre. Alles klar. Höre. Ja, wir roden mal wieder den Wald. Sofort. Diesmal ein bisschen zügiger als beim letzten Mal. Alle guten alles Dinge klar. sind drei. Aber wir lernen. Und das ist das, was zählt. Hier haben wir es schon relativ weit zurückgedrängt. Auf den Weg. Habt ihr wieder Wasser? Nein. Warum nicht? Was ist da los? Wieso ist da kein Wasser drin? Du hast doch... Okay, sie löschen. Das ist das, was zählt. Na, so kurz. Dies ist belastend. Seid ihr jetzt wenigstens mit PA ausgerüstet? Oder seid ihr überhaupt noch da? Ja, sie sind noch da. Schön. Dann geht mal wieder zurück.
Haben wir sonst noch Feuerwehren, die irgendwie... Nein. Fahrzeug 2. Eingesetzt hätten... Können. Nein. Ebenfalls nicht. Höre, los geht's. Ja, erinnert mich hier gerade echt an den Waldbrand hier in Ostfrankreich. Wasser leer, Wasser voll. Ach, warte, ich bin doof. Ja, ich bin komplett doof. Ich brauche ja für beide, Leute. Ja. Naja. Ja. Nicht so schlimm wie bei Gemini, aber trotzdem so, dass es weh tut. Huch. Muss aufpassen, dass der keinen Brandschaden kriegt, was er gerade bekommt. Sehr schön. So, Renaturierungsarbeiten werden natürlich auch durchgeführt, wenn wir fertig sind. Mit unseren tollen Abholzungsmaßnahmen. Aber das ist jetzt schon wieder in so einen Waldbrand hier ausgeartet ist, ne? Das ist schon wieder echt, ja, nicht zum Kotzen, aber zumindest... ich wollte jetzt ungern 3 Folgen Waldbrand Iserlohn haben. Naja, wie wir das Ganze ablöschen werden, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal im zweiten Teil. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.